Wenn wir uns streiten, müssen wir einen Hof aufteilen. Also heute goschen und wir machen das, was ich sag. Nur, dass du erst spät gekommen bist, dann noch herumtrödelt hast, ja, hab ich jetzt das Entscheidungsrecht beim Traktor. Beim ersten zumindest. Nicht frech werden. Entschuldigung, was habe ich als polnische Arbeitskraft schon zu sagen? Ne? Ha? Ich darf nur die Goschen halten. Die Gosche halten, Goschen halten. Die Gosche halten. Weil wenn ich jetzt auch so denke, ja, theoretisch, wenn wir uns irgendwann eine andere Presse auch gönnen, achso, dann könnten wir auch größere Ballen wieder machen. Weniger zum Wickeln, weniger zum Transportieren. Ja, aber einen größeren kann die Wickelmaschine nicht. Doch. Oh ja, einen größeren kann es noch. Glaube ich. Muss ich jetzt nachschauen, okay. Aber ich glaube, die kann zwei Größen. Ich muss gerade einen Breil raushauen. Kann jetzt nicht schauen. Ja, 150 er könnte es noch. 125 bis 150. Würde ich jetzt nicht machen, hätten eine 150er. Was kostet jetzt eigentlich ein Schafstall? 100.000, glaube ich. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir schauen dann. Ich bin nicht klar drauf, sag laden. Der ganz große 97. Mhm. Wenn wir ein bisschen mit Schafe anfangen, haben wir dann auch schon eventuell ein Nebenprodukt, was wir verkaufen können. Oder ist das noch zu früh quasi? Ich würde noch ein bisschen warten. Okay. Also, ich würde quasi mit Gebäude dann erst anfangen, wenn wir zum Beispiel eine zweite Fläche haben. Okay. Weil wenn wir uns wirklich dann 54 dazu holen eben und das ist ein reines Grasfeld, dann haben wir wirklich auch geil. Ich würde halt, es ist halt schwer, aber ich würde jetzt wirklich den Fokus einmal auf Geld machen legen. Das heißt wirklich da mal ein bisschen in dieses Silage-Projekt investieren. Mhm. Eben bessere Ausrüstung dadurch zu kriegen, Mähwerk. Von mir aus Presse muss jetzt nicht, Presse ist jetzt vielleicht... Nicht muss, vielleicht wenn wir dann wirklich dann gleich auf die All-In-Dings sparen, dann glaube ich wäre es auch sinnvoller. Bevor wir da jetzt eine größere Presse kaufen, damit wir dann ein bisschen größere Ballen machen können. Was meinst du All-In? Also dass wir gleich Silage, also Ballen genau. Silage haben. Das ist ja eine meiner Lieblingsmaschinen. Was halt dumm ist, wenn wir da das nicht fertig fahren, ist, dass das Feld dann wieder unterschiedlich wächst. Wenn wir es noch nicht fertig fahren. Na, wenn wir die Runde nicht fertig fahren, sondern jetzt da machen und dann. Ja gut, es wächst ja oben genauso oben. Gleich jetzt wie. Ja, aber da wächst es unten früher als oben dann. Ja, und dann fangen wir halt unten an zu mähen und arbeiten uns halt dann hoch. Stimmt auch wieder. Ich würde generell sagen, bevor es noch sogar finster wird, dass wir einmal ansammeln dann. Mhm. Und polieren da mal. Mhm. Der kleine Traktor zieht ja die Foliermaschine wahrscheinlich nicht. Mal schon. Die Foliermaschine hat keine PS. Stimmt. Das ist nur von. Also schon, aber. Und so gering, ich glaube, die stehen nicht einmal dabei. Okay.
Weil dann foliere ich mal. Mhm. Und du könntest es ja dann zum Beispiel wegtransportieren, da könnte ich dann wieder anfangen zum Vitamin, dann, dass man so. Ich würde es aber dorthin und dort folieren, ist glaube ich einfacher. Ach so. Man, wie du, man, wir können es auch so machen. Das, weil dann kannst du auch wieder einen Vorsprung raushauen. Ich dachte, das geht halt einfacher, ja. Aber ja, kannst auch so. Ja. Schauen wir mal. 13% schon. 13? Mhm. Ja. Das könnten wir heute dann verkaufen wahrscheinlich. Kennt man, wie gesagt, kann man einen verkaufen. Ich habe zwar jetzt nicht geschaut, wann wir den gemacht haben, aber. Ah, den muss ich von hinten an, von den Ballen. Ja. Sag, wenn, also wie gesagt, mein Wunsch wäre natürlich ein Tausender für einen Ball. Mhm. Ich hoffe halt, dass er nicht weniger als 800 gibt dann. Aber wenn ein Ball zum Beispiel 1000 gibt, dann können wir auch reden über den ganz großen Traktor, weißt du? Weil dann haben wir wirklich, sage ich, das sind 110 Bälle zum Beispiel. Ja. Ich meine, das ist auch eine Hausnummer, weil wir haben noch keine 110 Bälle bis jetzt gepresst, aber... Es ist realistischer als dann, wenn wir wirklich... noch weniger kriegen pro Ball. Also, wie gesagt, ich würde jetzt grundsätzlich den Plan anlegen, dass wir das optimieren, das Silage machen. Mhm. Dann eben aufs zweite Feld gehen. Oder zwischendurch aufs zweite Feld gehen, können wir dann eigentlich schauen, aber dabei reicht das eine. Und dann würde ich erst so in Tiere, Felder und sowas gehen. Ist okay. Weil für Tiere würde ich mir zum Beispiel schauen, da müssen wir halt die Karte ein bisschen erkunden, wo es flach ist, wo wir dann so quasi unseren Hof hinbauen. Ja. Weil hier ist halt sehr hügelig, was, dann hauen wir uns die Landschaft auch noch zusammen, dann... Und da gibt es ja irgendwo in der Mitte gibt es einen Teich, ich glaube da ist ja schon so eine flache Stelle, wo ein Hof eigentlich war oder ist. Könnte dann schon ein guter Start sein. Ich werde die eine Runde jetzt noch fahren. Mhm. Dann mal hier mal einsammeln, weil sonst wird es wieder dunkel. Ich presse den einen noch raus und dann fahre ich. Oder meinst du, du dann auch die Grasballen einsammeln oder wie? Ja, weil sonst wird's. Nein! Ich fahre hinter dir her. Ah, okay. Ich werde den anmachen noch. Wird eh ein bisschen dauern. Entwickeln dauert die Uhr lang. Ja, das kriegst du halt bei der anderen, hast du es nicht so mitgekriegt, weil das nebenbei rennt, aber. Ja, stimmt. Ja. Da ist man verwöhnt. Ja. Muss sagen, ich kenne halt schon viele Varianten. Jetzt ist. Muss, das konnte ich einschätzen, dass das länger dauert. Deswegen sage ich ja, vielleicht im nächsten Durchgang wirklich gescheiter. Mähen. Komplett. Schwadern, einer fängt zum Pressen an und dann fängt der eine gleich zum Wickeln an. Mhm, ja. Ich fahre jetzt mal weiter, ich bleib da jetzt nicht bei jedem Ballen stehen. Muss eh nicht stehen bleiben. Effizient, ich fahre mal weiter bis zum nächsten dann immer.
Naja, und dort lassen dann liegen und dann nimm den nächsten und fahr wieder bis zum nächsten. Genau. Weil da habe ich zu viel Stehzeit irgendwie. Deswegen ist das, wo ich dachte, vielleicht wenn man es dort wickelt, ist ein bisschen schneller eben. Du hast zwar auch diese Stehzeit, aber du hast halt gleich alles nebeneinander. No, wieso nimmst du nicht auf? Was da weiß uns. Waren wir waren eh schon verwundet mit Angeboten, aber da war immer nur ein, zwei Dinger drin, gell? Ja. Ist jetzt schon langsam, weil ich hier was Neues kommen. Ja gut, der Flur ist ja relativ neu. Was ist 16%? Bau. So. Richtung. Boah, Alter. Natürlich wäre es alles, solange eben kein Angebot ist, dass wir wirklich dann warten, weißt du, bis Dezember, Jänner und dann erst verkaufen. Und solange wir jetzt nichts haben zum Kaufen, wir wollen die Meetings kaufen. Hast du schon größere Ballen gemacht? Man kann eine größere Ball machen. Soll ich größere Ball machen? Ich dachte nicht. Kann nur kleine machen. Da nimmt man die Ballen nicht auf. Ne, der verliert mir die Bälle nicht. Der macht nichts. Weil tragt zum Beispiel der Deutz BX140, ja? Der hätte 143 PS.
Also das war nicht auftun und nix. Aber 143 PS für 52.000. Okay. Ich glaube, das billiger wird es mit der PS-Anzahl nicht geben. So, bitte mal den Traktor switchen. Der nimmt die Ball nicht auf. Bin bis jetzt bei 4-5 Ballen durchgefahren, er nimmt sie nicht mehr auf. Das ist natürlich scheiße. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht müssen es liegen, aber es wird wurscht sein. Alter. Ich habe jetzt 3-4 Ballen probiert, nichts geht. Dass der Traktor schon zu kaputt ist vielleicht? Halt schon ein komisches Dings. Jetzt habe ich einen Ballen verloren. Das wäre natürlich jetzt nicht. Das ist ein bisschen Arsch, so. Wie Arsch. Gleich 3000,5 Wertverlust, oder? Mhm. Wann möglich wär's, kommen wir mit dem anderen Traktor, probieren wir's. Vom Traktor liegt. Aber wir da reparieren und dann wieder. Und? Ist das ein offizielles oder ist das ein Mod-Teil? Das ist ein Mod-Teil. Jetzt hat's funktioniert. Haben wir ihn geschnappt? Gut, ich muss dir abgeben. Kein Platz mehr. Und? Jetzt geht's aber wieder. Und nichts für euch wieder am Traktor, das ist eine Möglichkeit gewesen. Oder? Den Ballen will er auch jetzt wieder nicht. Alter, was ist da los?
Nimmst du den nur auf gerader Fläche? Reparieren würde 553 kosten. Den will ich nicht haben. Na gut, jetzt sowieso nicht, aber wenn wir es hätten dann. Du findest. Du findest. Ja. Ich habe eine Theorie, vielleicht, dass, weil es am Berg ist, dass er die nicht fassen kann. Auch eine Möglichkeit. Probieren wir dann vielleicht doch die Variante, dass wir es beim, dort beim Hof sammeln. Weil vielleicht kann man es dann dort machen, weißt? Also beim Händler. Vielleicht war deine Idee dann doch die bessere, sage ich mal. Wieso das Foliewerk ist in der Höhe? Der Ball ist am Boden. In der Höhe? Ja. Ah, ich kann den Ball wieder nicht fassen. Okay, jetzt hat er wieder geschnappt. Sehr strange. Jetzt hat er mal einen wieder mal gemacht. Also bei den vier dort hatte ich gar keine Probleme. Wieder nicht. Natürlich kann es auch an der Modlinie, ja. Nicht so gut erkennen oder so, weil es ist auch noch eine Modpresse noch dazu, was steht, sonst sind zwei Mods gleich. Nicht. Aber das ist ja eigentlich flach da unten, was soll man? Ja, keine Ahnung wieso, aber er nimmt es nicht. Das ist auf jeden Fall. Bitte? Das große Scheiße auf jeden Fall. Ja. Aber da müssen wir wirklich auf eine normale sparen. Ja. Das war jetzt auch nicht, weil da war halt wieder 11.000 oder so. Wie gesagt, ich kann keine aufnehmen jetzt wieder. Ich habe jetzt schon wieder vier Ballen probiert, geht nicht. Jetzt noch irgendwo ein Anker. Was jetzt? Foliert. Foliert habe ich zwei oder drei habe ich noch. Also sonst, wenn du mir da hinterher gekommen bist, waren das alle. Okay. Das ist scheiße, das haut uns auch wieder zurück jetzt. Ja, wie gesagt, wir können es nur so andere Variante probieren. Am Hof meinst du dort?
Ja, beim Händler dort. Ja. Ist der jetzt 26% schon? Aufs Dachl haut ein, ich glaube, dann wollte er sich auf Seite legen. Ich habe eigentlich nur hingeworfen die ganze Zeit. Na gut, ich komme gleich, ich gehe aufs WC. Wir haben gesagt später. Warum tust du das so? Frage ist, ich weiß halt ganz genau, dass ich das nie ausgehen würde. Selbst wenn das jetzt alle noch schaffen würden, das wird sich nicht ausgehen. Geld her, so. Realistisch bleiben. Das Buchzählen wirklich sind. So. Sorry, aussteigen hätte ich sollen. Ja, aber funktioniert trotzdem nicht.
Scheiße wandern. Traktor ist im Angebot. Ja, habe ich auch schon gesehen. Na gut, das können wir uns eigentlich lassen. Weil noch könnte man den Ballenwickler dann verkaufen um 11.000 auf den Gescheiten sparen. Ja, müssen wir eh so machen, wenn es nicht geht. Ja. Dann hau ich ja mal Markt, ja? Dann schauen nicht alle, ja. Fuck. Wie viel kostet einer? Was? Schauen wir gleich einmal. Zweiundzwanzigtausend, der kleinste. Der macht 125 bis 150 Zentimeter Ballen. Das geht. Dann quasi 11.000 noch. Das heißt aber, wir können die, du kannst die Grasballen gleich verkaufen, eigentlich alle. Willst du wirklich das wieder verkaufen? Glaubst du wirklich, wir kriegen mit dem Bar. Mit dem Bar, das sind schon. Hier 8, 12, 16, 17 Glasspangen. Okay. Na, okay, da könnte man die Presse aber zusammenkriegen dann. Ja, das also finden ja nur 11.000 auf die Presse. Ja, Silage meine. Also, wenn die keine 11.000 geben, dann bringt das sowieso alles nichts mit Silage. Okay, dann warten wir. Machen wir weiter und warten wir. Fertig. Passt. Gut, ich gehe jetzt mal auf die Toilette. Yes.